jeder Apfel hat eine von Natur aus eine Wachsschicht drauf, die man entfernen sollte. Ja, die sehen zwar schön aus, aber wenn wir den Apfel verarbeiten, speziell schälen, brauchen wir das nicht. Deswegen muss der Schmutz einfach runter. Dazu nehmen wir einen Apfelausstecher und stechen als erstes, bevor wir den Apfel schälen, das Kerngehäuse raus. Danach wird der Apfel geschält. Man kann mit dem Messer schälen. Nehmen Sie einfach einen Sparschäler und schälen Sie einfach die Schale des Apfels ab. Wenn sich braune Stellen bilden, es ist Geschmackssache, der eine mag es, der andere mag es nicht. Man kann das lassen, weil die Äpfel gehen dann in einen Teig hinein. Man sieht danach diese braunen Stellen nicht. Und geschmacklich, ja, wie gesagt, es beeinflusst schon, aber es ist nicht so unerheblich. Man kann für dieses Gericht, sollte man vor allen Dingen säuerliche Äpfel nehmen, weil wir geben noch eine gewisse Süße hinein und damit sich die Süße und die Säure in Waage halten, macht es sich ganz gut, einen sauren Apfel zu nehmen. So, wir haben die vier Äpfel ausgestochen. Die Schalen und die Innereien werden nicht mehr benötigt, die können wir in die Tonne schmeißen, in die Biotonne. Wichtig ist heute, Sie brauchen dann 200 Gramm weiche Butter, ungefähr 150 Gramm Zucker und 20 Gramm Zimt. Dies benötigen wir für die Füllung der Äpfel. Macht sie immer ganz gut. Sie nehmen einfach eine Gabel, nehmen die weiche Butter, fangen sie an, mal ein bisschen auseinander zu bringen. Dann einfach den Zucker hinein und auch den Zimt schon. Und dann mit der Gabel nach und nach den Zucker und die Butter verrühren, bis sie eine gleichmäßige aufgeteilte Masse haben. Wenn man keinen Zimt mag, es soll ja solche Leute geben, man kann auch Nüsse reinmachen. Aber den Zucker sollte man schon halten, auch die Butter ist ganz wichtig. Wir haben also eine gleichmäßige durchgerührte Masse. Ja, die benötigen wir jetzt, um in diese Löcher von den Äpfeln wird das eingefüllt. Man nimmt dazu den Apfel, stellt ihn einfach auf ein Blech, Tablett, in diesem Fall ist es ein Brett, und nimmt die Masse mit der Hand, man kann auch einen Löffel nehmen, je nachdem, und steckt sie tatsächlich einfach hier rein. Und ruhig richtig reinstopfen. Wenn Ihnen das zu wenig ist, weil es mal ein bisschen süßer mag, kann man ja auch noch was mehr ausstechen. Die Löcher also größer machen den Äpfeln und macht einfach mehr Masse rein. Und darf auch nicht vergessen, es sind dann Kalorienbomben durch die viele Butter und den Zucker. So, die letzte Masse wird verarbeitet. Wir können ein kleines Häufchen drauf machen. Wenn ein bisschen was am Apfel dran ist, ist kein Problem. Es vertut sich, es ist Butterzucker. Es ist also, wird alles verwertet. Und jetzt tun wir den einhüllen in den Blätterteig. Jetzt haben wir handelsüblichen Blätterteig, haben wir gekauft. Ist auch sehr zu empfehlen, wenn man heute selber Blätterteig herstellen möchte. Das ist wirklich sehr aufwendig und es soll ein schnelles, einfaches Gericht sein. Deswegen, man kauft den Blätterteig, taut ihn auf und tut ihn etwas noch ausrollen. Nochmal in Form bringen, damit er auch in die Äpfel rumkommt. Ja, Blätterteig ist ja nichts weiter, wie der Name schon sagt. Einzelne Teigblätter, die übereinander geschichtet sind. Dazwischen sind Fettlagen und die bewirken dann, dass sich der Teig aufklustert. Wir haben vier Äpfel, wir haben eine schöne große Platte. Die tun wir einfach mal durch vier teilen. Und dann nimmt man den Apfel und tut den in diesen Blätterteig einbringen. Man kann das auch jederzeit nach seinem Geschmack machen, etwas mehr, etwas weniger. Das Schöne beim Blätterteig ist ja wirklich, er plustert sich noch auf, also man muss dort nicht so hundertprozentig alles abdecken, damit die Hitze auch an den Apfel heran, dadurch verkürzt sich die Backzeit, es entweicht etwas Feuchtigkeit. Wichtig ist, wenn Sie Blätterteig verarbeiten, immer leicht bemehlte Hände zu haben, dadurch lässt sich der Blätterteig immer schön verarbeiten und klebt nicht immer überall fest. So, jetzt haben wir die vier Äpfel im Blätterteig verpackt. Wie gesagt, es ist auch eine Geschmackssache. Sie können gerne etwas mehr Blätterteig nehmen, dann werden die Äpfel komplett zugedeckt. In diesem Fall lassen wir etwas Luft, damit die Butter sich überall noch ein bisschen verteilen kann. Und schauen wir mal, was draus wird. Wir nehmen ein Blech. Wir können nehmen als Unterlage, also Sie müssen das ein bisschen fetten.
Sie können Margarine nehmen zu Hause, Sie können Trennspray nehmen, Sie können sogar etwas Mehl bestäuben. Das gibt die Möglichkeit bestimmt. Alles wichtig ist, Sie können Backpapier drunter legen. In diesem Fall, wir nehmen Trennspray, einmal schütteln und wir haben eine Fettschicht drauf und legen dort die Äpfelhände auf. Bisschen Abstand lassen, auf alle Fälle, nicht zu nah, dass Sie auch die Möglichkeit haben, sich zu vergrößern. Jetzt habe ich schon mal vorbereitet, das klingt schon mal vorbereitet, ein Eigelb. Wir mischen das mit etwas kaltem Wasser. Um den Blätterteig eine bräunliche, gesunde Farbe zu bekommen, kann man das mit einer Eigelbmischung etwas einpinseln. So. Damit ist er vorbereitet, keine Sorge, das alles andere ist kein Problem. Wir haben natürlich unseren großen Ofen. Zu Hause haben Sie sicherlich einen normalen, haushaltsüblichen Ofen. Wir benehmen Umluft, ja, bei ca. 170 Grad, ca. 20 Minuten. Zu Hause bei Ober- und Unterhitze würde ich vielleicht 10 Grad mehr nehmen bei derselben, derselben Temperatur. Und wenn Sie Umluft haben, ebenfalls 170 Grad, vorheizen den Ofen, immer vorheizen und dann ab in die Röhre. Start und los geht's. Der Ofen hat gedudelt. Zucker ist leicht karamellisiert, kann man hier noch gleich drauf machen, wie es richtig kocht. Macht. Wie gesagt, man kann auch mehr Blätterteig ringsrum machen, das komplett einschließen. Man sieht auch schön, gerade hier am Rand, auch mal zum Zeigen, wie der Blätterteig aufgegangen ist oder hier, wie die einzelnen Schichten sich. Das macht eben dieses Lockere bei diesem Blätterteig aus und frisch schmeckt er immer noch am besten. Jetzt haben wir schon mal vorbereitet etwas Vanillensoße. Das bietet sich an. Es ist ein Apfel, es ist Teigware. Wir nehmen eine Vanillensoße, heben den Apfel runter vom Blech, wir machen noch etwas Puderzucker drüber, wir können noch das Glas dekorieren mit etwas Minze und einen kleinen Schluck Zitronenmelisse. Also effektvolle Dekoration. Das ist also unser Apfel- und Blätterteig. Viel Spaß beim Nachkochen und wenn Sie Lust haben oder Fragen haben, dann kommen Sie einfach an Gasthof Maxen vorbei. Vielen Dank. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de